Das Erste, was mir zu Wolfgang einfällt, ist verdammt lang her. Ich weiß noch wie, ich nur noch von dir träumen kann. Dieses Lied und im Opel Astra meines Vaters sitzen, das war noch die Zeit, wo Väter noch im Auto geraucht haben und im Radio singt Wolfgang Niedecken. Okay, wir wollen jetzt ein neues Lied spielen. Henning Meyen ist ein großartiger Songwriter und ein wirklich jemand, der als Frontmann instinktiv immer genau das Richtige macht. Zu Hause bist immer nur du. Ich habe mal für meinen Vater gesungen, ich habe keine Heimat, ich habe nur dich. Ich habe keine Heimat, ich habe nur dich. Und dann bin ich aus Köln weggezogen und habe gemerkt, ich habe doch irgendwie eine Heimat, auch abseits von meinem Vater. Ich musste mich von meinem Vater lösen, mich an ihm reiben. Und das ist teilweise auch ein sehr, sehr schmerzhafter Prozess gewesen. Das ist lange her. Ich weiß nicht, ob dir das klar ist, aber ich glaube, du hast für viele so eine Leuchtturmqualität, weil es ist schwer, sich vorzustellen, wenn man Musik macht, das 40 Jahre zu tun. Und es ist auch sehr schwer, sich vorzustellen, dass man vielleicht sogar mit Ende 50 noch ein relevanter Künstler sein kann. Und ich finde, was du immer sehr gut gemacht hast, ist dieses Vorbild sein ohne Vorbild sein wollen, weil es das enorm selten gibt, dass jemand das schafft, bei dir kann man das ja wirklich genau so sagen, eigentlich über ein halbes Jahrhundert relevant zu sein. Gibt es ein Lied, das du bereust? Also ein Lied bereut? Zum Beispiel Widderlich. Wenn ich jetzt denke an Widderlich mit Klaus Heuser. Herr Sparisch, die Grenz, ihr könnt mich nicht blenden. Wir betroffen als Phrasen, sind zynisch so falsch. Das ist ein Lied mit meiner Textinterpretation, sag ich mal. Da geht es um die da oben. Und das ist ein Lied, was fast schon die gesamte politische Klasse erstmal als falsch darstellt. Da habe ich mich gefragt, ist das ein Lied, wo eine momenthafte Wut ausgebrochen ist, wo du heute vielleicht sagen würdest? So ein Lied hat eine Geschichte. Die Geschichte eines Lieds kommt ja irgendwo, wenn du es zurückverfolgst, im Alltag an wieder. Und ich kann mich gut daran erinnern, Widerlich habe ich geschrieben, nachdem wir am Globigplatz dieses große Aschu-Konzert gemacht hatten mit den ganzen Kölsch singenden Kapellen. Dann ging das ja auch noch weiter, dass diese Anschläge Mölln, Solingen, dass das nicht aufhörte. Und dann wurde in Solingen, da gab es diesen Brandanschlag. Und da wurde der Kohl eingeladen zur Beerdigung in der Türkei und er ist da nicht hingefahren. Hat stattdessen gesagt, solange doch so tolle Künstler, die sich alle dagegen engagieren, bräuchte er das nicht. Und dann habe ich gedacht, ey, was ist denn jetzt? Der könnte endlich mal in unserem Namen, könnte der mal da hinfahren und könnte unsere Trauer und unser Entsetzen zum Ausdruck bringen. Und das hat er nicht gemacht. Und das kam dann so alles so zusammen und dann habe ich dieses Lied, ihr seid widerlich, ihr seid einfach widerlich. Ich weiß nicht, ob ich das heute noch machen würde. Dafür bin ich heute einfach ein paar 20 Jahre älter und würde für mich momentan unter Politiker-Bashing fallen. Also, dass man Lieder nicht mehr schreibt, die man irgendwann mal geschrieben hat, ist ja vollkommen normal. Weil man hängt ja in einer anderen Phase jeweils. Deswegen muss man Lieder auch immer aus der Zeit raus beurteilen. Aber zu der Zeit war es sehr berechtigt. Wenn du hast, dass gewaltlos entsteht. Wir spielen es jetzt natürlich übertragen in eine andere geschichtliche Situation. Dann denkt man fast an die AfD, ne? Dann haben wir das wirklich gespielt und haben auch hinten projiziert die Populisten. Die haben wir schön, schön einen am anderen, haben wir schön, ihr seid wieder. Es hat mir, muss ich wirklich sagen, es hat mir einen Riesenspaß gemacht, mich rumzudrehen und zu sehen, ach, guck mal, da ist ja der Erdogan. Du bist gemeint. Ja? Ja. Und da finde ich es dann schon wieder okay. Köln hat ja eine uralte Tradition der Rebellion. Und ich sehe BAP vielleicht nicht in einem bewussten, aber in einem historischen Zusammenhang damit. Du hast ja mal ein wunderschönes Interview mit Heinrich Böll geführt. Und der hat gesagt, dass ein Künstler oder eine Künstlerin
immer ein Minimum an Anarchismus in sich tragen muss, sonst kann man keine Kunst machen. Und dass dieses Minimum an Anarchismus im Zusammenhang mit moralischer Autorität ein großes Problem ist. Flüchtlingskrise fühlt sich an wie Reichstagsbrand, auch wenn ich das nicht vergleichen kann, verdammt. Die hat man, glaube ich, lange so eine gewisse moralische Autorität verliehen. Ich glaube nicht, dass du die selber für dich beansprucht hast, aber das wurde von außen auf dich aufgetragen. Wo siehst du noch deinen eigenen Anarchismus? Merkst du den noch? Spürst du den noch manchmal? Ja, also beispielsweise, ich würde niemals einem Künstler empfehlen, in eine Partei einzutreten. Ich brauche diese, meine private Anarchie, die brauche ich. Kannst du so nennen, kannst du auch einfach nur sagen, ich bin ein Selbstdenker. Ich mache mir meine Gedanken selber. In meinem Hinterkopf ist jemand, der sagt, hör mal, Mann, ey, du bist Poet. Du hast was anderes zu tun. Nun, deine Stärke liegt übrigens auch da drin und nicht darin, dass du dich auf ein Podium stellst und den Leuten was predigst. Definitiv, ja? Definitiv. Ich bin der Partei beigetreten. Ich fand daran auch reizvoll, dass man wieder austreten kann, um dann, dann ein Zeichen zu setzen. Ich habe mir vorgenommen, Parteien ein bisschen mehr zu sehen wie den FC. Ich liebe den FC, aber ich kann mich da fürchterlich drüber aufregen. Und das ist jetzt schwierig zu formulieren für mich, weil ich natürlich jetzt nicht das Sprachrohr bin für andere Künstler und Künstlerinnen. Aber ich wollte auch nicht. Genau, ich wollte auch einfach meine Interessen vertreten können. Wenn du meinst, das wäre für dich richtig, dann mach das. Aber bei einer Partei halt immer das Ding ist, du musst dich irgendwann, wirst du dich einer Parteiraison beugen müssen. Und dann ist natürlich das Gegenteil von deinem privaten Anarchismus. Dann irgendwann hast du die Parteiraison und sagst, das geht aber jetzt nicht, weil dann ist das und das und das. Und dann musst du dich in ein Gefüge rein begeben, was du nicht willst. Aber da ist ja das Gute, was du eben auch gesagt hast, da kann man ja wieder austreten. Ohne Eingang ist es auch wieder ein Ausgang. Genau. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber dein Vater hatte den Spitznamen Bab, oder? Ja. Der hat Spitznamen. Wir haben den in der Familie so genannt. Ach, okay, wirklich, das war einfach der Name. Wir haben den so genannt. Proudly Presents B.A.P. Verdammt lang her. Ich fasse alles Essen. Wir haben ja beide, wie soll ich sagen, recht einflussreiche Väter gehabt, so auf uns. Ne? Also ich würde sagen, unsere Väter waren jeweils für uns einfach ein Anker. Und ich habe mal über meinen Vater gesungen, ich habe keine Heimat, ich habe nur dich, weil ich ein Problem mit dem Heimatbegriff hatte oder manchmal auch immer noch habe. Und dann habe ich aber Jahre später, als ich nach Berlin gezogen bin und gemerkt habe, dass Köln mir unglaublich viel bedeutet, ein Lied für Köln geschrieben. Was eigentlich ein Lied ist, in dem ich ja, mich diesem Heimatknoten... Der Tommy, oder was? Genau. Ja, hey. Tommy, ich glaube, ich hab Heimweh. Ich will mal wieder am Rhein stehen, einfach hineinsehen, zuschauen, wie Schiffe vorbeiziehen. Ich musste einfach dieses Lied schreiben, weil ich hatte Heimweh. Und ich hatte Heimweh nach meiner Heimat, nach meinen Jugendfreunden, nach den Orten meiner Kindheit, nach der Straße, in der ich meinen ersten Kuss hatte und all das. Da, wo wir zusammen groß geworden sind, da ziehen wir alle irgendwann wieder hin. Eine unglaubliche Liebeserklärung. Ja. Also die Heimat gibt dir dein Vater. Kannst du da noch besser kommen? Nee. Das ist doch sensationell, ja? Ich muss das wirklich mal klar so sagen, dass... mein Vater ist noch Teil einer anderen Männlichkeitsgeneration als ich und hat, ist schwer zu erklären, irgendwie nochmal eine ältere Männlichkeit. Und also es ist noch etwas betont männlicher bei ihm manchmal als bei mir. Und trotzdem habe ich das Gefühl, er ist diese Generation, der auch unglaublich, die unglaublich viel aufgebrochen hat, auch in diesem ganzen ja, Männergehabe. Du bist zu Hause für immer. Zu Hause für immer und mich. Hab keine Heimat, ich hab nur dich. Wann ist dein Vater geboren? 54. 54, das ist der 3 Jahre jünger als ich. Ja, das ist eigentlich die gleiche Generation. Hast du, ich muss einmal auf diese Zeile zu sprechen kommen, weil das für mich eine deiner größten Zeilen ist. Verdammt lang her, dass ich an deinem Grab war. Ja. Wie kommst du zu so einer Zeile?
Also ist das, sitzt du alleine dann wirklich rum und hast den Gedanken und schreibst das dann genauso auf? Ich habe das Lied ja geschrieben, da war mein Vater gerade mal ein paar Monate tot. Und ich habe sehr, sehr damals bedauert, dass wir hätten die Chancen gehabt. Wir hätten in den letzten Jahren seines Lebens hätten wir die Chance gehabt, uns wirklich mal auszusprechen. Und wir haben es beide nicht hingekriegt. Und ich bin kein Friedhofsgänger. Es ist noch länger her, dass ich nicht bei ihm am Grab war. Das letzte Mal, als meine Mutter gestorben ist, ist auch schon ewig her. Ich gehe nicht gern zu Gräbern. Aber ich hab meine Erinnerungen ganz fest in meinem Kopf. Ja, also es klingt jetzt so blöd, aber ich kenne die Schulfreunde von meinem Vater. Wir sind uns einfach sehr nahe. Ja. Und, das ist großartig. Ja, ich glaube, dass für ihn auf der einen Seite unglaublich schön ist, dass wir uns nahe sind, aber ihm auf der anderen Seite manchmal wehtut, weil, naja, man sieht ja auch in seinem eigenen Kind auch ein bisschen das Kind, das man selbst hätte sein können. Ne? Und dann zu wissen, man selber hatte nie diese Nähe zu seinem eigenen Vater. Ich habe das Gefühl, dass diese Sprachlosigkeit zwischen Männern eurer Generation, ne, die praktisch Väter haben, die ja, Weltkriegsväter, wie soll man es anders sagen, irgendwie, dass diese Sprachlosigkeit sich durchzieht. So wie es war, so wird es nie wieder sein. Musik in Zeiten von Corona, das wird nochmal eine ganz neue Zeit. Und auf unserem neuen Album spielt dieser Satz, so wie es war, wird es nie wieder sein, eine große Rolle, weil ich wirklich glaube, das wird erstmal Live-Musik nachhaltig verändern. Und bei allen Impfstoffen und allen großen Errungenschaften unserer Welt glaube ich nicht, dass wir im jetzigen Sommer 2021 die gleichen riesigen Konzerte spielen können wie im letzten Jahr. Und ich glaube auch nicht, dass im Sommer 2022 ich einfach wieder vor 75.000 Leuten beim Hurricane stehen kann und irgendwie, ich werfe ein Gefühl in die Menge und der explodiert. Das geht nicht. Das werden kleinere Sachen sein. Und da habe ich das schon einmal gemerkt, dass dieses, für mich ist das nie fremd geworden, für uns ist das nie fremd geworden, immer wenn wir zusammen in Urlaub fahren, machen wir Straßenmusik. Da, da, da. Ich brauche die Bühne nicht. Also das klingt voll hart, aber ich liebe die Bühne, ich will die Bühne zurück. Ich habe aber ohne Bühne angefangen. Deswegen habe ich auch immer dieses Gefühl, dass ihr so den Spirit auch weiter so tragt, dass ihr da diese unverhohlene Freude über das, was ihr da macht, dass ihr das transportiert. Das ist ja nicht kalkuliert. Du kannst ja, Gott weiß, was kalkulieren, dann machst du jetzt so und so und dann werden sie so und so reagieren und so. Es ist ja alles so aus dem Hut und aus dem Stegreif und deswegen ist das auch so glaubwürdig und auch so authentisch. Wir haben damit die Festivals so überfordert mit diesem, ja, das regeln wir spontan, das passiert irgendwann. Und auch wenn dann unser Tourmanager zu den Leuten gegangen ist und gesagt hat, irgendwann geht die Band von der Bühne irgendwie auf die B-Bühne und auch mal ins Publikum und dann, nee, doch. Wann immer jemand kam und sagte, wir müssen jetzt, also ich spiele in die großen Hallen und dann musst du also gucken zu dem Licht, dass du auch wirklich dann an bei einem bestimmten Solo dann auch an der Stelle bist, damit das Licht dann da angeht. Hey, nein, ich will's nicht. Ich habe mir irgendwann mal vorgestellt, wie das eigentlich wäre, wenn wir unsere Konzerte spielen würden und würden nicht aus dem Spot rauskommen. Wir würden also praktisch wie vor einer schwarzen Wand spielen. Würde gar nicht gehen. Nee. Ich könnte da, wir spielen ja über 3 Stunden, ich könnte da, die 3 Stunden würden für mich furchtbar langweilig sein, wenn ich diese Interaktion nicht hätte. Das würde gar nicht gehen. Also das Publikum gibt eigentlich den Sprit für das, was wir da oben treiben. Und weil das so geil ist, machen wir jetzt was wir noch nie gemacht haben. Wir würden nämlich jetzt gerne einmal mit euch anstoßen. Habt ihr was zu trinken? Wir haben hier nur 4 Kölsch, das können wir aufteilen. Und Schnaps. Prost. Also dieses Spontane, das ist eigentlich das, worüber ich mir am meisten Sorgen mache für Corona, weil das klingt jetzt auch wieder so arrogant und erhaben, aber ich habe die Mengen geteilt.
Also ich habe gesagt, so, jetzt macht ihr da mal eine Gasse, dann laufen wir da durch. Und, dann, und das ist doch, das ist ein unglaubliches Gefühl und auch diese Nähe zu den Leuten zu haben. Du läufst da durch, du guckst in diese ganzen Gesichter und wie soll das gehen im Sommer, wenn wir da in diesen Blöcken sitzen und wenn man, sobald man diesen Block verlässt, hat man die Maske und das kriege ich nicht ganz in meinen Kopf rein. Ne? Da wird sich aber noch einiges tun. Du bist ja schon optimistisch, ne? Nein, nein, ich glaube auch, also wenn du sagst, es wird nie wieder wie vorher sein, das stimmt, es wird doch nie wieder so vorher. Die nächste Pandemie läuft sich gerade warm. Wenn du so an zukünftige Konzerte auch denkst, wie machst du das mit deinem neuen Album und der Setlist? Wie machst du das? Sagst du dann, eigentlich muss das Album... Ich würde eigentlich, dass ihr das macht. Wir haben uns überlegt, dass wir ein paar Nummern aus dem neuen Album streichen und dann probieren, doch relativ viel vom neuen Album auch live irgendwie hinzukriegen, weil wir auch ein paar Lieder haben, die sich so sehr auf die Pandemie beziehen, dass wir davon träumen, die in einem pandemiebeeinflussten Kontext auch zu spielen. Auf dem Album ist ein Stück drauf, auf das wir irgendwie, glaube ich, alle recht stolz sind, wo wir probieren, das ozeanische Gefühl zu beschreiben, das nur entsteht, wenn man gemeinsam mit anderen Menschen singt. Nur wenn Funken überspringen können, kannst du gemeinsam fühlen. Vielleicht kennst du auch diesen Moment, wenn du das Stück zum ersten Mal jemandem vorspielst und bist selber gerührt von dem Stück. Das ist komisch, ne? Ja, ist so. Aber ja, dann weißt du, das Stück geht. Das stimmt, ja? Das stimmt. Aber man kommt sich auch wieder so ein bisschen, das habe ich auch schon gehabt, und habe mich aber auch ein bisschen dafür geschämt. Mhm. Hast du das nicht? Was sind die schambesetzten, das würde mich auch noch interessieren, was sind die schambesetzten Momente für dich? Weil du bist so ein selbstsicherer Charakter. Ja, gut, dass du nicht in mich reingucken kannst. Ja, das ist gut, ne? hast du noch mal einen Scham-Moment, wenn... Ich gebe ein gutes Beispiel. Ich komme in die Kneipe rein, an Karneval. Der Kneipier erkennt mich, ich kenne den auch, und spielt, also legt sofort ein Lied von uns auf. Und ich versinke im Boden, weil ich mir denke, Jung, Jupp, ich hab dich lieb, aber jetzt wissen alle, dass ich hier bin. Und das hast du auch, ne? Haben wir uns, also das ist ein No-Go. Das will man auch nicht. Ja, das mag ganz am Anfang mag das schön sein. Ja, das stimmt. Ja, das war ganz am Anfang. Ich weiß, wir hatten den ersten halbwegs Radio-Hit mit Wahnsinn. Das ist ewig her. Ja. Und als das dann auf einmal im Klobisch-Eck Wahnsinn, als das Stück dann lief, war ich natürlich stolz. Boah, ey, Hammer. Wir laufen im Klobisch-Eck, unsere Mucke läuft. Wahnsinn. Ja, das hat sich aber. Und dann haben wir später, wenn wir ein Album aufgenommen haben, dann haben wir den Test gemacht, wenn der Mischprozess vorbei war. Dann haben wir so, jetzt machen wir davon eine Kassette und gehen in die Kneipe und hören uns das mal über die Kneipenlautsprecher an. Das macht Sinn, ja. Ja, das haben wir gemacht. Und dann haben wir es aber nicht mehr gemacht. Dann, von da ab war dann. Bitte, man will ja auch immer mal Ruhe vor sich selber haben. Ja. Wie ist das mit der kölschen Kunst? Glaubst du, dass in 20 Jahren kölsche Lieder geschrieben werden ohne Kölsch? Ohne kölsche Mundart? Glaubst du, die kölsche Mundart geht, aber die kölschen Lieder bleiben? Also ich glaube, dass die Mundarten ja Dialekte überall im Sterben begriffen sind. Also wer aus eurer Generation ist schon Native Speaker? Das ist, ihr habt den Tonfall und ihr kennt bestimmte Vokabeln, aber ihr lebt das nicht mehr. Also weißt du, mein ältester Sohn ist gestern 37 geworden. Ja, meine jüngste Tochter ist dementsprechend 15 Jahre jünger. Und ich habe schon alleine in diesem Zeit, ne? Range, ja, der Silverin kann am besten Kölsch, der Nächste ist 2,5 Jahre später, der versteht Kölsch und kann auch sprechen, aber schon nicht mehr so gut wie der Erste. Hm. So, bei meinen Töchtern, die verstehen, was ich sage, die reden aber überhaupt kein Kölsch mehr, die haben aber noch den Singsang haben die auch noch. Wir sind die Franzosen von Deutschland, das kann uns keiner nehmen. Ja, das ist auch das Schöne. Yeah. Sonst könnte ich ja gar nicht in der Band singen. Ich kann ja reden, dann singe ich schon. Het wil doosje maat,
wie ihr kühn, wie große Töne schwarz. Stell dir mal vor, wir wären in einem anderen Teil dieser Republik geboren, wo man nur ganz harte Konsonanten hat, man kann nichts ineinander schleifen. Wir haben, also als Kölner hat man da schon einen großen Vorteil, aber trotzdem, die Frage war ja, ob es diese Bands da noch gibt. Also mittlerweile wird ja im Karneval fast schon gar kein Kölsch mehr gesungen, weil die Leute einfach nicht mehr mit Kölsch aufwachsen. Ich bin ja noch Kölsch aufgewachsen. Mit 6 Jahren meine erste Fremdsprache lernen müssen, also Hochdeutsch. Ich kenne jetzt viel mehr kölsche Vokabeln als vor 10 Jahren. Ich glaube, dass auch meine Sprache hochdeutscher geworden ist über die Jahre, wenn man nur diesen Singsang sieht. Das heißt, ich glaube, aus meinem Welt wurde eher ein Welt irgendwann. Und ich glaube, man hört das, es gibt so ein Lied von uns und KIZ, das heißt Hurra, die Welt geht unter. Und da singe ich noch Hurra, die Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Hurra, diese Welt geht unter. Und wir singen im Atomschutz. Man hört noch so richtig, dass ich aus Köln komme. Und das wird irgendwann immer weniger. Das konnte ich wirklich bei mir an meinen eigenen Tonaufnahmen hören, dass gerade dieses L, es gibt ein paar andere Vokale auch, die wir so aussprechen, dass das weniger wird. Und dann habe ich jetzt zum ersten Mal hier, ne, mit den Blackies so nur Mundart gesungen. Ich habe einen Deckel. Und dann ist mir aufgefallen, wie leicht mir das fällt. Und das hat mich fast ein bisschen schockiert, weil ich dachte, so nah bin ich da dran, dass ich jetzt irgendwie hier 2 Worte falsch ausspreche, aber alles fügt sich so zusammen. Das war eine tolle Erfahrung. Aber es fühlt sich gut an. Ja. Fühlt sich gut. Aber wenn du mehr Leute hättest, mit denen du täglich Kölsch sprechen würdest, mir gehen die ja auch aus. Ich habe das Gefühl, ich kann ja nur für meinen Freundeskreis sprechen, dass diese Zuneigung zu dieser kölschen Mundart oft erst wieder gefunden wird Ende 20. Die Leute machen irgendwie ihre Schule, ob das jetzt Abi ist oder was auch immer, Realschulabschluss, dann wollen die irgendwie raus aus ihrem alten Kaff und irgendwie woanders hin. Und dann merkt man aber, war doch ganz gut. Ne? Und dann kommt diese Sehnsucht danach. Und diese Sehnsucht danach, die führt die irgendwie zurück. Und das, das fand ich erstaunlich, weil ich das... Jetzt gehen wir wieder bei dem anderen Begriff, Heimat. Sprache kann Heimat sein. Ja. Also Sprache kann eine sehr, sehr... verbinden ist das. An der Flingsportsplastik mit Singekumpels und dem Mammutfleisch Lambrusco. Ob der Plastik tönt mit Singepark. Ich komme aus Berlin nach Köln und ich fühle mich direkt beim Kioskbesitzer schon wohl, wenn er sagt Guten Tag, Jung. Und das ist dann schon für mich ein ganz anderes Gefühl. Und das ist verrückt, ne? Ich kenne die Situation auch, wenn der FC gut gespielt hat und trotzdem verloren hat und die Mannschaft muss in die Südkurve kommen und die Südkurve singt, ohne dass überhaupt irgendwie das eingespielt wird. Die Südkurve singt das selbst. Und die singen, war doch passiert in unserem Viertel. Was doch passiert, das eine ist doch klar. Das Schönste, was man hat, schon. Jedes Mal werden mir die Augen feucht, weil ich einfach, also diese Sprache und dieses Lied, das ist wirklich eine Hymne, ich hab's nicht mit Hymnen, aber bei dieser Hymne bin ich gerne dabei und ich fühle, bietet mir eine Heimat und das ist so ein Zusammengehörigkeitsgefühl, wo ich auch für die Mannschaft sensationell sein, wenn sie merkt, sie haben sich alle Mühe gegeben, es hat nicht gereicht. Und sie fühlen sich trotzdem nicht verstoßen. Mhm. Ja? Das ist großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Und das kann eigentlich nur so ein Gefühl der Heimat bieten. Liedersprache essen irgendwie, ne? Es ist. Ja. Es ist ja. Also, ich habe natürlich dermaßen viele tolle Erlebnisse, gerade auch mit dieser Sprache und auch mit dieser Mentalität. Also, als ich den Schlaganfall hatte, war einmal die Situation, sind zum Supermarkt gefahren, ich bin am Auto stehen geblieben und dann irgendwann sieht mich eine Oma und kommt den ganzen Weg über den Parkplatz zu mir und klopft mir auf die Schulter und sagt, das ist so schön, Junge, dass du wieder gesund bist. Ey,
hier. Ja, das ist toll. Das, gleichzeitig ist das aber unglaublich schmeichelnd, wenn dann, ja, und dann dass dieses so zu den Söhnen und Töchtern der Stadt gehören. Das, ich hätte nicht gedacht, dass ich da mal so geschmeichelt von bin und irgendwie. Das ist so eine große Ehre, wenn, ja, wenn eins deiner Lieder zum Volkslied wird. Das ist eine große Ehre. Ja.